freue mich wahnsinnig, dass ich genau das heute hier unterstützen kann. Und zwar ist das natürlich, was hier passiert ist im März, der Angriff gegen dich und deine Frau, meine liebe Freundin Sina. Und auch bei euch der Familienhund, der dabei gewesen ist, das ist absolut abscheulich. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir uns heute hier versammeln. Das ist schön, euch zu sehen. Wir kennen uns ja alle schon. Das ist auch ein richtig schönes Gefühl. Deswegen fühle ich mich auch immer sicher. Und worüber ich mich besonders freue, ist, auf Kollegen zu treffen, die mich ansprechen und ihren Dank aussprechen. Das berührt mich immer wirklich ganz, ganz doll. Ja, unser Thema ist heute Demokratie, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Die Medien sind in einem Gerüst gefangen der Macht. Und da haben sie sich es sehr bequem gemacht. Denn die Medien sind diejenigen, die eigentlich darüber berichten müssten, das, was Multipolar gemacht hat. Spiegel, Stern und andere öffentlich-rechtlichen Medien hätten dafür sorgen müssen, dass die Robert-Koch-Protokolle freigeklagt und für jeden einsichtbar gemacht werden. Und was tun sie? Sie tun nichts. Sie hüllen sich in Schweigen, wie die Politik, wie die Justiz. Die Medien machen ihren Job nicht. Wir brauchen die Medien, die endlich anfangen, darüber zu berichten, Vergleiche aufzustellen, beispielsweise Notfälle mit Todesfolge bei jungen Fußballern. In den Jahren von 2003 bis 2022 sind es 12 junge Menschen gewesen. Mit Beginn dieses Impfwahnsinns, dieser Injektionen, der Masseninjektionen, und da spreche ich in der Zeit von ungefähr 2022 bis Januar 2024. So, YouTube, freie Meinungsäußerung, kein Beratungsvideo. Und allein das steht für sich. Sie berichten nicht über die Impfgeschädigten, über die Opfer von Polizeigewalt. In den Zeiten, als wir Menschen friedlich mit Familien allen Alters auf die Straße gegangen sind, mit dem Grundgesetz in der Hand, mit einer Forderung: Menschlichkeit, Liebe, Wärme und wahre Solidarität. Sie berichten du hast nicht das immer noch darüber, an. Dass aus lauter Verzweiflung Menschen sich das Leben genommen haben. Weil sie entweder gemerkt haben, dass sie hier einer Lüge aufgesessen sind, weil sie diffamiert geworden sind, weil sie den Job verloren haben und damit ihre wirtschaftliche Existenz, oder weil Menschen zu politisch Verfolgten geworden sind und das nicht mehr aushalten konnten. Darüber berichtet unsere Presse leider nicht. Wir haben uns zusammengetan. Die Alternativmedien berichten darüber. Und das muss weitergegeben werden, bis endlich die Mainstream-Medien genau darüber berichten. Sie muss einfordern, dass wir Impfgeschädigte haben, dass wir Opfer haben aus dieser Zeit, dass die Maßnahmen aus der Corona-Zeit ein Verbrechen gewesen sind. Und sie müssen darüber berichten, dass das Blockieren und das Behindern der Aufarbeitung ein Verbrechen ist. Die Medien müssen darüber berichten, dass wir vernünftige und faire Gerichtsverhandlungen brauchen. Wir brauchen wieder Richter, die frei und unabhängig von den politischen Anweisungen endlich ihre Arbeit machen und die Prozesse gar nicht erst entstehen lassen gegen unsere kritischen Ärzte. Denn was hat das für ein Ziel? Kritische Ärzte, die versucht haben, mit ihrer Arbeit und damit, dass sie sich daran gehalten haben, was ihre Berufsordnung vorschreibt, sollen restlos zerstört werden. Automatisch wird damit das Vertrauen in obrigkeitshörige Ärzte gestärkt. Diese Ärzte, die sich für uns eingesetzt haben und versucht haben, dieses Unheil von uns abzuwenden, sollen überhaupt gar keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Sie werden wirtschaftlich, finanziell und gesellschaftlich regelrecht hingerichtet. Wir haben viele Prozesse persönliche bis heute gegen Ärzte, gegen Wissenschaftler, gegen kritische Polizisten, die wissen, was menschlich ist, was es bedeutet, sich für Menschen einzusetzen, die sich an ihren Diensteid halten. Wir hatten vor wenigen Tagen eine Hausdurchsuchung bei einem Polizisten,
der kritisch gewesen ist. Der Vorwurf war der Verdacht eines gefälschten Impfpasses. Wer fragt heute noch nach einem Impfpass? Ich glaube, das ist der verlängerte Arm von Nancy Faeser, die jeden kritischen Beamten aus dem Dienst entfernen möchte. Bis heute. Bis heute finden Gerichtsverhandlungen gegen Soldaten statt von der Bundeswehr, die sich geweigert haben, sich der Impfung zu unterwerfen, die versucht haben, Kameraden davon abzuhalten, die gesagt haben, ich habe einen Diensteid geleistet und ich werde nicht dagegen verstoßen. Bis heute finden Gerichtsverhandlungen statt gegen kritische Ärzte. In Hamburg, tagesaktuell, Dr. Walter Weber. 18 Verhandlungstage sind angesetzt wegen 57 Maskenatteste, die er ausgestellt hat für seine chronisch kranken Patienten als Onkologe. Zeitgleich lese ich in den Medien, dass Schwerstkriminelle und Clanmitglieder freigesprochen werden. Es gibt kein Verfahren einstellen wegen vielleicht verpasster Fristen oder Verfahrensfehlern. Nein, sie werden freigesprochen, weil man angeblich kein Personal hat für eine vernünftige Strafverfolgung. Da frage ich mich, wie kommt es denn dazu, dass man Kritiker weiter durch die Gerichtssäle peitscht? Dass Ärzte in Haft sitzen, wie Frau Dr. Bianca Witschel beispielsweise, Dr. Jürgen Peters, er hat 2 Kinder, die sind in staatlicher Obhut, sein Haus steht zur Zwangsversteigerung. Und es gibt viele Ärzte und Aktivisten, Freiheitskämpfer mehr, die aktuell in Haft sitzen und auf ihre Prozesse warten. Hier sehen wir, dass unser gesamtes System einfach nicht funktioniert. Und aus diesem Grund wollen wir, deswegen stehen wir hier, dass wir wieder zurückfinden zur Menschlichkeit. Wir wollen Recht und Ordnung. Wir wollen Frieden. Und wir möchten keine Regierung, die sich aufführt wie Raubtiere, die lügen, die betrügen und mit Zersetzung. Mit Zersetzung nach Geheimdienstmethoden die Menschen einfach finanziell, wirtschaftlich und gesellschaftlich komplett ruinieren. Und liebe Freunde, die fleißig mitschreiben, das ist keine Volksverhetzung, das ist meine Meinung und die Meinung der Menschen, die hier auf diesem Platz stehen. Ja, mein Herzenswunsch ist es, dass wir einfach dabei bleiben, auch wenn es manchmal einfach wirklich sehr, sehr schwer fällt. Auch ich habe Momente, wo ich denke, dass es schwer fällt, einfach noch weiterzumachen. Nicht nur durch die juristische Verfolgung, durch den Jobverlust oder andere Schwierigkeiten, die seitdem mein Leben täglich begleiten. Es ist wichtig, füreinander da zu sein, sich gegenseitig zu stärken. Aus vielen kleinen Netzwerken versuchen, ein Großes zu machen, länderübergreifend. Denn wie wir sehen, es funktioniert. Wir haben viele große Aktionen, wir haben kleine Aktionen und irgendwie sind wir alle miteinander verbunden. Und genau das ist das, was in dieser Zeit so wichtig ist, das Miteinander verbunden sein, die Vernetzung, sich gegenseitig zu helfen, zu stärken, zu unterstützen. Und das ist es, worum es geht. Und vor allem für unsere Kinder, denn sie brauchen unseren ganzen Mut. Denn das, was hier ansteht, ist nicht im Sinne für den Schutz unserer Kinder. Und darum machen wir einfach weiter. Vielen Dank. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ganz liebe Grüße an meine Kollegen, die genauso vehement weitergemacht haben, die sich nicht haben erpressen lassen. Ich weiß, dass auch hier noch viele Verhandlungen stattfinden, weil man sich gegen die Maßnahmen gewehrt hat, sich nicht an die Maskenpflicht gehalten hat oder an die Testpflicht.
Ich weiß, dass viele aus der Krankenpflege verurteilt werden zu Ordnungswidrigkeiten. Auch sie tauchen nirgendwo auf. Denn wenn die Presse darüber berichten würde, dann würde vielleicht auch die Dame aufwachen, die uns hier so lautstark beschimpft hat. Denn sie braucht die Krankenpflege, wenn sie in die Klinik geht oder wenn sie zum Arzt geht. Sie braucht uns. Und ich möchte appellieren an die Kollegen, die aus welchen Gründen auch immer hier mitgemacht haben, sich nicht noch einmal vor dem politischen Karren spannen zu lassen, sondern sich daran zu erinnern, warum wir diesen Beruf erlernt haben. Ich bin mittlerweile raus, aber die, die diesen Beruf weiter ausüben, erinnert euch bitte daran, der Patient kommt in die Klinik und braucht Hilfe und Unterstützung. Und das Erste, was aufgebaut wird in einem Gespräch, ist Vertrauen. Und ohne Vertrauen ist eine Behandlung einer Erkrankung nicht möglich. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Pfingstwochenende. Wir bleiben alle dabei. Thorsten, danke. Auch du bist ein Kollege von mir, der sich tapfer durch die Zeit geschlagen hat. Danke, dass du überall dabei bist. Menschen wie dir, ja, vertrauen die Patienten zu Recht. Und auch du sorgst dafür, dass du deine Kollegen aufklärst und mitreißt, dass hier auch ein Umdenken stattfindet und dass endlich der Krieg gegen die Bevölkerung, Krieg gegen uns Menschen seitens der Regierenden endlich beendet wird. Und auch das ist meine Meinung und keine Volksverhetzung. Dankeschön. Applaus